Bevor das Video startet, möchte ich noch gerne ankündigen, dass wir derzeit den Oster-Sell-Off durchrasten haben. Heißt, ihr gebt dazu einfach /Store ein, klickt dann hier drauf und dann auf Ja, dann gelangt ihr zu unserem Store. Deswegen, wenn ihr schon immer einen Rang haben wolltet, ist das jetzt auf jeden Fall die perfekte Gelegenheit. Und bezüglich der Auflösung des letzten Events, was ich gemacht habe mit den drei Plots, die Gewinner werde ich privat anschreiben und nicht in einem Video veröffentlichen, weil ich habe jetzt schon öfters die Kommentare gesehen. Wann wird es aufgelöst? Wann passiert das, das, das? Jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. Ich werde die Gewinner privat anschreiben. Hey und herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Heute bin ich mal als Probe-Supporter auf Durchrasten unterwegs. Und wir werden hier auch schon von Usern angeschrieben und nach Hilfe gefragt. Wir sind heute Mr. Pack 123. Aber heute geht es gar nicht um so viele Spieler, sondern um dieses Grundstück und dem DRB-Clan. Der Clan wurde uns des Öfteren gemeldet. Manche Supporter haben sich das Ganze angeschaut, haben aber nichts Wirkliches gefunden. Aber man konnte halt nicht wirklich was machen, da die wohl nie wirklich viele Beweise hatten. Und deswegen ist der Clan auch noch vorhanden. Ich weiß nicht, vielleicht kennt der ein oder andere diesen Clan DRB. Mir sagt jetzt nichts. Bin jetzt auch das erste Mal hier bei dem Plot. Und das ist sogar, glaube die Rich Boys. Okay. Ich glaube, das hier ist auch direkt der Inhaber hiervon. Wir schauen uns am besten direkt mal um. Hier sind so Dias. Hier entsteht wohl irgendein Shop oder sowas. Ich weiß es nicht. Wir schreiben ihn direkt mal an mit Hey. Oh, hallo, neuer Supporter. Was ist das hier? Der Inhaber soll wohl arrogant sein. Aber das ist auch das Einzigste, was ich wirklich gehört habe. Ich baue den größten Shop von Durchrasten. Seid ihr ein Clan? Also es sieht schon ziemlich reich aus, wie sie hier bauen. Jo, komm auch rein, bei uns wirst du reich. Wie viel Geld habt ihr so? Vielleicht verrät er uns die Frage, ja? Ich weiß, dass du Skyguy bist. Nein, ich bin nicht Skyguy, ich bin nur Xenox. Hi. Man redet nicht über Geld, aber du kannst ja sehen, dass ich Geld habe. Ah, weil er hier mit Beacons und so baut. Wie lange gibt es diesen Clan schon? Also ich muss ehrlich sein, ich habe heute das erste Mal von diesem Clan überhaupt gehört auf Durchrasten. Hier ist auch wirklich alles mit Quarz gebaut, mit Schalkerkisten, mit Beacons, mit Diamantblöcken. Schon immer, aber hier kommen immer nur die ganzen reichen Leute rein, undercover. Also was ich dazu nochmal sagen muss, der User hier wurde ja reported, weil er wohl wirklich asozial sein soll, beleidigen soll, scammen soll. Also die Sachen habe ich gehört. Ob das so stimmt, das weiß ich nicht. Okay, selbstverständlich bin ich reich. Ja, viele Supporter sind reich. Okay, dass jeder Supporter reich ist, glaube ich jetzt nicht. Vielleicht der ein oder andere, aber wirklich jeder glaube ich nicht. Aber du nicht. Hat. Okay, er behauptet, jeder Supporter ist reich, bis auf wir. Wir sind natürlich arm. Okay, wir haben auch gerade 500 € auf dem Konto. Du bist armselig? Was? Das sagt er zu einem Supporter. Du weißt, ich bin ein Supporter. Jetzt hat er uns zwei Schalker-Kisten gerobbt. Nimm das, du armer Bengel. Warum beleidigt er uns jetzt? Was soll das? Verkaufe es und verdiene meinen Stundenlohn. Warum muss ich das machen? Natürlich machen, weil du es behalten kannst. Okay, dann haben wir mal soeben zwei Schalker-Kisten geschenkt bekommen. Und ab sofort für mich arbeiten musst. Ich für dich. Warum müssen wir jetzt für ihn arbeiten, weil wir kein Geld haben? Baue den Shop fertig, los. Jetzt, was? Und was, wenn nicht? Nein, jetzt droppt er uns. Nein, ich baue den Shop nicht. Lass ich dich bannen, du Noob. Was? Was ist los bei dir? Die Frage gebe ich gerne zurück. Nur weil ich etwas weniger Geld habe. Ja, ich bin etwas Besseres. Finde ich nicht. Also, wir geben jetzt einfach mal seine zwei Schalker-Kisten zurück, weil die brauche ich auf keinen Fall. Deine Meinung interessiert niemand. Jetzt hat er uns zwei Beacons gedroppt. Also, wir geben ihn jetzt hier einfach auch mal wieder zurück, weil was ist los bei dem? WTF? Ich möchte nicht die Beacons von dir. Egal, du bleibst eh arm. Er bezeichnet uns als arm, als armselig, dass wir einfach nichts erreichen hier auf Durchrasten. Das ist echt super, wenn man das als Hero zu einem Supporter sagt. Vor allen Dingen, eigentlich kennt man ja so die Heroes auf Durchrasten. Aber er ist, glaube ich, sogar. Also, sein Name sagt mir nichts. Vielleicht sagt der Name einen von euch was. Wie viele Leute sind in deinem Clan?
Alle, die mehr als eine Mio besitzen, sie wollen nur nicht erkannt werden. Also wie es aussieht, du hast, glaube ich, ein Vierer-Merch ist das hier. Hast du wirklich nicht viele Leute in deinem Clan, weil du bist ja alleine Boss, alleine in deinem Shop. Eigentlich baut man den Clan ja mit anderen Clanmitgliedern und nicht alleine. Also ich weiß echt nicht, was ich mit dem anfangen soll. Er ist echt arrogant und weiß ich nicht wie. Denn der Clan nennt sich die Rich Boys, auch noch nie gehört. Und generell den Typen hier, den habe ich auch noch nie auf Durchrasten gesehen, gefühlt das erste Mal. Was soll dein Verhalten? Bin doch ganz normal. Nein, bist du nicht. Nein. Jetzt droppt er uns schon wieder Schalker-Kisten. Was soll ich denn damit? Ich hab genug, ich hab theoretisch Game Mode 1 und du droppst mir hier zwei Schalker-Kisten, damit ich mir was kaufe. So, jetzt hast du sie wieder. Viel Spaß damit. Ich brauch sie auf jeden Fall nicht. Ich habe genug. Ich weiß, dass du arm bist. Du bist nämlich neue. Nein, bin ich nicht. Doch, du kleiner Bengel. Was? Probiert uns jetzt auch noch anzuzünden. Was? Nein, was ist los bei dem? Er läuft uns hinterher. Nein, geh weg. Was soll das? Du kannst mich doch nicht einfach anzünden. Er macht es schon wieder, aber da ich im Godmode bin, bekomme ich halt einfach keinen Schaden dadurch. Du Hacker? Ich hacke nicht. Ich bin ein Supporter. Okay, er behauptet, wir hacken, weil wir im Godmode sind und durch Feuer deswegen nicht sterben. Okay. Ich werde dich melden. Da wünsche ich dir viel Glück. Ja, und jetzt geh weg von meinem Shop. Warum soll ich das machen? Machen. Ich weiß auch nicht, was mit meiner Tastatur gerade los ist. Ich mach mal das Feuer hier aus. Weil du nervst. Okay, er zündet uns weiter an. Was ist denn los bei dem Typen? Ich nerve dich. Verstehe. Also, ich weiß jetzt nicht, was wir mit dem hier machen sollen. Schreibt mal bitte eure Meinung dazu auf jeden Fall in die Kommentare. Ich möchte gerne wissen, was ihr in dieser Situation machen würdet, wie ihr handeln würdet. Komm erst wieder, wenn du Geld hast. Okay. Nee, sehe ich nicht ein. Und genau, schreibt wie gesagt eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich möchte jetzt auch nicht weiter mit dem Typen hier diskutieren, weil es gibt eh keinen Sinn im Endeffekt. Er sagt, wir sind armselig, probiert uns anzuzünden und so weiter und so fort. Schon wieder. Also irgendwas ist echt falsch bei dem gelaufen. Und damit beende ich dann auch jetzt das Video. Er zündet hier weiter seinen Plot an. Und schreibt wie gesagt eure Meinung dazu in die Kommentare. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein!